踊るね。 Thank you.
all loot. Also bloß hier in der Eschke, wo ich am Steinhäuser war, war es ein Krankenschein, hatte ich einen Mod gekriegt. Was war los? Wo ist der Schakal? Oder ist etwas mit Schlimmes? Okay, verstanden. Wo ich einen gesehen kann, kann man gerne eh konkret drüber schwätzen. Ich weiß überhaupt von dem heute spielt schon hören. Das ist ein typischer MMO, einfach ein J-MMO mit einem typischen Look von Anime. Gefällt mir super, weil es alle Content alles beinhaltet, was ein MMO wird, also quasi einen modernen WoW. Bilden, Instanzen, Raids, alles was dran. Das Skillbases, Fighting, das ist nicht 100% basiert und so kannst du dann, wo kannst du mich schwach machen, wenn du dann durch den Skills kannst du davon einfach nicht durchkommen.
Sonst kannst du es wohl an der Gruppe machen, die Solo spielen oder was allein. Story sieht auch ziemlich interessant aus. Steuerung ist mega einfach. Vom Kampfsystem hier ist es 3 Player-Fähigkeiten. Dann noch ein zusätzliches Ultimativ-Fähigkeit. Und du hast dann noch 12 Summons, das heißt Seelen, die du hoffen kannst. Das sind so Sachen, die dir helfen. Die Summons, die boosten natürlich die Grundstärke und den Körper ziemlich schön. Es ist immer schwer zu kreieren, weil es rein lockbasiert sind und haben von den Gegner. Du musst so oft die dynamischen Gegner killen, bis der endlich den Ding zählt wird. Sie können verschiedene Fähigkeiten haben. Sie können entweder angreifen, sie können die Schielen buffen, die Gegner debuffen. So besser. Ja, das ist das Problem. Ich finde das noch nicht richtig aufgestellt mit den Menge Stimme am Endgame Sound. Fuck, wir haben selbst den Dünnen gekillt, den Druck getroffen. Okay, los, Zellu ist der Wert. Fine-tuning. Ah, Feldmischen.
Voilà, zum Beispiel Duld, die sieht dann noch so aus. Die mischt grundsätzlich all meine Fähigkeiten mich stark für eine gewisse Zeit. Wir haben spielt verschiedene Klassen. Du ist schon halt später Schild. Du hast dann noch Magier. Du hast Triple Axe. Schwer und Handfeuerwaffe. Und du kannst alle gute Klassen noch mit deinem Charakter spielen, also ob der nämlich der Basis ist, wie bei Final Fantasy. Das ist typisch bei den japanischen Spielern. Die Japaner holen Opfer zu Garboss immer freilich. Und probieren sie immer so kurz wie möglich umzutun. Ja, aber genug von der anderen Sucht. So. Voilà, am Funk. Ich kann einfach einmal Charakterübersicht. Da geht es also um mein Klass, Schwerter Schild, die ist auf Stufe 25. Alle Klass, die musste einzeln rupleveln. Das heißt, zum Beispiel, gebe ich glaube, die heute Klass Fürstlen. Ah ja, stimmt, ich muss noch ein sein. Glockenbonus. Ja, so ungefähr. Voilà. Ja, Schwierigkeiten. War doch cool, dass du kannst auf den Waffe Skins draufklacken. Sind ich zum Beispiel unter Handfeuerwaffe Klasse und du und ich noch Winners gemacht habe, sind ich Level 1 und auch noch kein Fähigkeiten freigeschaltet und auch kein Buffs. Was aber gut ist, sind zum Beispiel all den Artefakte, die du hast, die gehen dann dem Level angepasst, genauso den Seelen. Dafür sind die rot markiert, weil die gehen automatisch auf angepasst und der Level. Weil die sind eigentlich, meine Seelen, von der Schule, meine Spann gucken, die aus eigentlich richtig. Gut. Oh, neue Follower, merci. Wahrscheinlich. Stimmt, weil normalerweise die heute Spann aus ein Level 25 Spann. Dann gesetzt er hier und meiner Waffe so ein so kleinen Kare, das will hier schon, dass ich meine Waffe ein Skin gehen will. Ah, okay, so. So gibt die Waffe original ausgesehen und weil ich Stolo Summer Skin drauf gekriegt und gesetzt ist, so ist.
So mit der Übersetzung ist es doch kein Problem, weil ich schon hier ein Layout übersetze. Das heißt, mein ganzes Bild geht eigentlich auf meinem zweiten Bildschirm nach hinten übersetzt. Für das ich weiß, was ich eigentlich reinmachen am Spiel. So wird das auch, wenn nicht mehr Japanisch, dass ich ein bisschen lesen. Questlook ist auch ziemlich cool aufgebaut. Wir denken hier all gut in den Quests, die hier schon aufgeschlossen ist. Und dann ist hier die Blut, jetzt sind die aktiv. Dann ist hier ein verschiedene Questbücher, wo sie dann so weh durchlässt. Und zum Schluss wirst du dann eine Spezialmission, wo sie dann auch ziemlich coole Loot kriegst. Hat die so kriegt den 3 Tier. Und die musste die Questbücher, also oder wie sie nennen die Questlines, die musste über Sidequest freischalten. Falls du ein bestimmtes Sidequest random musst, dann kriegst du so ein Questlogbuch und dann wird halt erklärt, was du musst an den Questen machen, für die fertig zu machen, aber dann nur einen extra Bonus zu kriegen. Schön aus extra Klassen, spezifische Loot. Dann hier an den blauen Kartei sind eigentlich alles, was Events Questlines sind. Und das ist am Punkt, das allererst Event, was am Spiel rauskommt. Zum Event, wo du dann allerlei Muscheln sammeln kannst. Die mit einer Aura gezeichnet sind, dass das zeitgebundene Artikel sind, die nicht immer da sind. Und falls du dich dann ganz fertig ist, kriegst du dann halt zum Beispiel das Night Quest Logbuch für den zweiten Teil. Und mit den Muscheln kannst du dann nur allerlei Sachen kaufen. Ich gebe ganz gerne können, ich gebe mir vieles an Spuren, weil andauernd verschiedenes nach hier im zweiten Bildschirm nur zu lesen als streng. Das ist eine Sache, die ich gar nicht verstehe. Also, hier sieht man da, dass ich halt nachher schon etwas zu holen hat. Aber schon. Der Ton ist eigentlich Twinkle-Quest für den Pass. Pass 100 ist der Premium-Pass. Das ist nicht, weil ich schon in Japan Geld investiert habe. Das ist einfach. Du kriegst an der Story so viel von denen Orbs, mit denen es der Ingame abgeht. Sind die heute in rosa Hullen. Mit denen kannst du dann kriegst du über Missionen und da kannst du dann den Pass kaufen. Okay, stimmt, da ist der Pass. Tisch. Spielst du ein Kayer, kannst du und du gehst die Obst nicht für etwas anderes aus, kannst du auch Kayers für die nächste Season den neuen Pass kaufen. Und gespannt, ob das so auch nur in Europa umgesetzt wird. Natürlich kann ich nicht denken, das kriegen sie alles Potions. Das heute sind Ausdauer Potions. Das heute sind kleine Buffs, von denen ich noch nie wirklich benutzt. Hey, aus der Grundinventar, du gesetzt fährst du von allem nach US. Und hier ist eigentlich den Ausrüstungsinventar, wo es 1000 Plätze ist, wo es allerlei Kletterstecker unter kannst und auch all den Waffen verlagern kannst. Die Waffe jeweils kannst du auch noch ein paar leveln separat und du kannst ihnen extra Fähigkeiten noch ein paar geben. Die Fähigkeiten können dann noch ein paar variieren mit Glück zwischen 1 bis 5 Sternen. Tisch, du musst am Late Game, besser gesagt am End Game, also weil es mich stark gehen, musst du wirklich auf die Verfeinheiten da, spielen und so lange craften, bis du dann alles auf Maximum hier schon von gezogen kriegst. Das
Plateau kommen, neue Raum Plateau. Schon noch nicht. Muss ich noch gucken. Voilà, und da tun Gesesselo fertig aus Ingame-Geld nach Dornhund. Bin ich noch 140 von denen Orbs. 100 von den Blue Protocol Coins. Coupons. Das heute ist cool, der tun aus einer Währung, die kriegst du nimmer durch Achievements. Aber wenn du genug Achievements-Points hast, kannst du doch Sachen kaufen. Das tun aus für Dungeon, für wieder nach Premium-Belohnungen am Dungeon zu holen. Das heute sind Gacha-Ticken, falls du da davon aus kannst du am Gacha-Automat kannst du da Cosmetics zählen oder Waffelskins. Ich mit meinem Waffelskin, den ich gut war, durch den Pass konnte ich dann einfach am Gacha Store etwas zählen. Ich fand den Spieler so mega schön gemacht, Detail an alles. Stiert gesehen auch mega detailreich aus. So, im Moment sind halt ihre Luftball und so für ein Summer-Event. Definitiv, das kommt ohne Nervisch, also das ist wirklich ein Spiel, wo kommt da mega viel Zeit an den Spruch, das wird. Voilà, hier ist der Shop mit den Muscheln, schon momentan 3700 Muscheln. Hier kannst du zum Beispiel gucken, was an den verschiedenen extra Pack drauf sind. Es geht ja immer sowohl für dich als auch für weibliche Charakter, die sind einfach Account gebunden. Das heißt, kannst du die auch, wenn du nach der Fremden schwörst, kannst du die auch überholen. Heiße Bauplan, das ist interessant. Emote kannst du ja tonnenmäßig kaufen, das ist so ein typischer japanisches Spiel. Nächstes Jahr das Spiel rauskommt, das so gedauert für normalerweise nächstes Jahr am Februar, März noch immer so rauskommen. Dann werde ich natürlich auch ein bisschen mehr drauf spielen, die Wand auch richtig durchzuspielen und wirklich Kosmetik so aufzuroppen. So interessiert es mich nicht wirklich, das zu machen, das mehr für ein bisschen Spiel zu sehen, Klassen auszutesten. Heute gesetzt wie Skins sind für die Waffen. Nee, der Progress werde ich nicht behalten. Sache ist so, dass ich offiziell dürfte ich das Spiel gar nicht spielen, weil ich ja nicht für den Westen rauskommen. Momentan aus der Tränen nach Japan rauskommen und ich schlafe gerade über den VPN und habe mir einen japanischen Account gemacht, für dass ich das Spiel spielen kann. Das Spiel ist egal wie gratis, so war es doch kein Problem, das Spiel zu kriegen. Wo ich muss wirklich so eine Chance haben, dass das Internetleitung hier immens stabil ist und der VPN auch ziemlich gut ist, den ich benutze, dafür ist das Spiel auch mega flüssig. Thank you.
schon G2, ja, nicht schon von G1. Technisch kann man hier schon mein Blut hier sein. Wobei, ich kann mich noch einkaufen, die nächste Instanz rammeln, weil. Die Instanz ist ja noch ein bisschen abgedeckt, weil es einfach die Haupt-Worldmap-Instanz sind. Dann ist die Arena-Instanz. Und. Warte, wo haben wir das dann? Genau, der Titan aus Event-Instanzen. Oh, die habe ich noch gar nicht gemacht. Gut, die mal ich da nur. Hier ist immer der Power Level. Den hast du 1870 bei mir. Den muss immer den heutigen Wert überschreiten oder gleich sehen. Sonst kannst du nicht dran. Und da fängt man sich schon. Ach, das ist ziemlich circa. Auf unsere Magierklasse ist. Oh! Hey, Follower! Merci! Thank you.
Okay, bis gleich dann. Thank you.
So, da ist immer im Du. Definitiv Musik ist mega chill. Obwohl es mit den verschiedenen stirbt. So, was holen wir als nächstes?
Da gucken wir mal.
was good. Such an item. Spitz. Hey Taurus, massive hit follow. Also, die Sprache kannst du nicht ändern. Also, da ich es ja offiziell auf dem japanischen Server spiele, so hast du nur Japanisch zur Auswahl. Aber ich spiele über einen Screen-Übersetzer. Bedeutet mein Ingame wird komplett übersetzt auf meinem zweiten Bildschirm und so weiß ich, was ich eigentlich zu tun habe bzw. was die Sachen hier machen. Was
Also, das Spiel ist richtig geil. Also, wenn du schon darüber gelesen hast, über das Spiel, ich persönlich war sehr gehypt auf das Spiel, war sehr enttäuscht, dass halt dieses Delay kam von einem Jahr und wollte einfach das Spiel spielen. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, ich gucke, wie ich es irgendwie spielen kann. Und dafür spiele ich es jetzt über VPN. Fühlt sich noch ziemlich sehr flüssig hier über das VPN und bekam jetzt auch nicht wirklich Probleme, weil ich es jetzt hier in Europa spiele und mit einem japanischen Account. Ja, natürlich, das Spiel wird ja über Amazon. Amazon wird den Publisher hier in Europa sein. Und danach wird es auch in allen anderen Sprachen geben, sowohl Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch. Gerne. Wenn du Fragen hast, kannst du mir immer im Stream schreiben. Also es ist nicht kompliziert, das auch mit dem VPN zu machen. Okay, kein Problem. Danke vielmals. Playing Optimus, merci for the follow.
Eier Ende, wenn du nach nur guckst, der teilt den oberen Punkt, den du noch heute siehst, wo ich nur laufen. Das ist eigentlich, was dein Quest als Hauptpunkt unhältst. Dann ist der Cursor, platzt das dann auf der Map irgendwo einen Punkt bezeichnet geht oder wie auf der Map gewesen geht, dann legst du einfach den Punkt drinnen drin. Genau, so Wehweiser ist das. Nee, wir gehen nicht los dem Wehweiser nur, weil los sammeln wir nämlich drei Items, für dass ich mein Schwert verstärken kann. Und zwar muss ich da drei von bestimmten Echsen killen, die an dem heutigen Bereich irgendwo leben. Helipunkten, die kommen nicht von allein, die musst du alle einzeln als erst freischalten. Und die gehen dann hier nur über die Map quasi als die blauen Sphären hier angewiesen. Die kleinen D, das steht für Dungeons, das sind die Open World Dungeons, wo ich auch kann zwischen mit den Leuten halt, das sind die heute. Thank you.
gut aus wegen Explosion. Hey.
total warte, ich war, ob der kommt. Ich meine, ich muss wirklich mal drüben gucken, ob er direkt hier oben kommt. Hä? Merci für das Follow, Mario. Hier, der Schütte. Wieso aus 410 I die kleinen Allodonischen und schwer 4 I nochmal Cliffhäuser zu spielen? Willst du mich verarschen? Das sind nicht schuld, wenn der Roboter geht, hat nicht. Ah, das sprang nicht von der Strecke. Die Jump Task will einfach nicht immer nur. Wieso? Okay, dann. Erst ich werde nur gucken. Ich quere mich mal weiter, die scheiß Mauer hochzukommen. Ah, oh, natürlich, wo springt denn nicht? Ah, oh, natürlich. Werte schlieb wie ein
Grundplot durchspringen. Scheiße, ich will schon die scheiß US da kommen sein. Natürlich, da lief denn an, ich spring null, obwohl ich es drecke. Ich spiele lieber Tastatur. So. Wandern über Tastatur ist in den Höhen. Ich muss die scheiß Äxte sammeln. Yeah!
Danke.
Hallo, 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 hallo. Thank you.
Ah, der schon dazwischen schon. Natürlich, ich muss noch ein Kapitel und die ist schon. Hallo Andi. Hallo, Dando. Hallo, ja, niedlich. Was geschieht jetzt? Das ist ja doch voll, weiß ich nicht gut. Jo. Mist sind. Mit das allem alles ganz. Gott sei Dank. Ja, ich hab immer, wenn man zum Krimmer geguckt hat, ich gesehen alles schwarz bei dir. Hä? So, da geschieht. Ja, oh, das hat auch viele Denker, ja. No scheiß! So. Wie war dir zu gestern? Mega! War gut, nee, ich war zu satt. Viel zu satt. Mir war wirklich mega gut. Ich geh mal schön auf so eine Frigo-Sichin. Oh! Ui! Kommt direkt. Hopp!
Ouais. Ein Ander spielt grad. Seven Days to Die, meinst du? Was hat ein Ander spielt? Den Ander aus dem Theater. Naja, mir spielt hier grad Seven Days to Die, oder? Keine Ahnung. Fängt hier aus dem Discord. Was will ich denn? Normalerweise bist du hier am Discord aus, bist du hier in euch Sinn zu spielen. Ja, hier spielt er. Oh ne, du bist gerade offline gegangen. Was? Du bist gerade offline gegangen. Okay. Du hast wahrscheinlich ein Ding aufgebrochen. Oh ne, ich wollte ja gerade abonnieren. Spielst du was? Ich spiele gerade Blue Protocol, aber wir können keine Call of Duty zu diesem Spiel, was du willst. Was siehst du bald? Okay. C'est comme tu veux. Für so eine Haut hatte ich extrem gute Lauf. Mein Chat aus gefüllter Datei, weil schon ein Kuppel dabei kriegt. Mama, ja, gesäß ja. Das ist schon so, dass uns das auf der Kuschlein am Streams kommt. Ich komme gleich ran, dein neues Stream.